Etwa 100 Radfahrer sind bei der diesjährigen Tour der Toleranz durch Brandenburg gerollt. Sie wollten damit ein Zeichen setzen für ein friedliches und weltoffenes Land. Die Teilnehmer wurden am Morgen vom Bürgermeister von Adlandsberg begrüßt. Anschließend rollte der Konvoi durch die Kreise Märkisch-Oderland und Oder-Spree. Es gab viele Stopps auf der 70 Kilometer langen Strecke, wie hier am Rathaus von Neuenhagen. Die Tour der Toleranz gibt es seit 2001. Und das zeigte sich damals, wie schwierig Toleranz gegenüber Andersdenkenden, gegenüber einer anderen Hautfarbe oder auch anderer Geschlechtlichkeit oder was auch immer die Toleranz ist, auch gegenüber den Ausgegrenzten absolut wichtig. Und deshalb ist diese Tour auch ganz wichtig. Ich wäre gerne mitgefahren heute, denn bin selber persönlich auch passionierte Radfahrerin. Aber wir haben heute in Hennigendorf, im Nachbarortsteil, auch ein großes Event. Da komme ich gerade hin. Herzlich willkommen hier auf dem historischen Gutshof in Fredersdorf. Sie sind hier so im Herzen des Ortes. Ja.